Nicht, dass das wirklich alles Anhaltspunkte sind hier. Ich hab das mir jetzt nicht wirklich gemerkt, wo ich lang gelaufen bin und wo nicht. Ich verlaufe mich sowas von. Gibt's hier irgendwas? Nee. Hier muss ich einfach immer mal auf die Leertaste hauen. Ich habe jetzt keine Lust, jeden Bildschirm 10 Minuten lang abzusuchen. Die Falle, da waren wir ja schon. Von daher, wenn wir da zurückgehen, an der gleichen Stelle, sind wir wieder bei der Falle. Okay, das ist eindeutig. Da sind wir wieder hier. Da betrachtet das Gebüsch. Hier sind mehrere Äste abgeknickt. Und hier? Oh Mann, ein paar Fellfetzen. Sie sehen genauso aus wie die oben am Lagerfeuer. Der Werwolf muss auf Timmys Fährte sein. Hoffentlich war der Kleine längst weg, als der Wolf hier vorbeikam. Ich glaube nicht, dass das von einem Werwolf kommt, sondern von irgendjemand anders, der halt einen Fellmantel angehabt hat. Oder jemand, der halt absichtlich da Fell hingehangen hat, damit man denkt, dass das ein Werwolf gewesen wäre. Also ein Werwölfe und kopflose Reiter glaube ich hier absolut nicht. So, hier waren wir, hier schon. Ich glaube, hier kommen wir wieder komplett nach draußen, ne? Kann das sein? Ja, siehst du mal. Ich will nochmal hoch zum Feuer. Ich will da mal gucken, ob wir dann noch irgendwas mit dem Ton machen können oder mit der Presse vielmehr. Vielleicht kann Nate ja reparieren. Hier, bitte Nate die Presse zu reparieren. Der kann doch sonst alles. Hey Nate, ich habe im Wald eine kaputte Lehmpresse gefunden. Kannst du sie reparieren? Das war's schon? Wow, du bist schnell. Wahrscheinlich hat er genau gar nichts gemacht, sondern einem nur dagegen gehauen. Dank Nate ist die alte Lehmpresse wieder voll funktionstüchtig. Aber wofür brauchen wir einen Lehmziegel? Oh, macht das schon. Aber wusste ich gar nicht, dass man das so presst. Ich meine, hier lernt man tatsächlich eine ganze Menge. Betrachte den Lehmziegel. Oder können wir den Bolzen da? Mache einen Abdruck vom Eisenbolzen. Aber wofür brauchen wir denn den Sand? Ein absolut perfekter Abdruck des eisernen Bolzens. Müssen wir mit dem Sand das Feuer löschen oder was ist? Nee, können wir ja nicht. Drücke die Bolzen in den Sand. Ich könnte zwar einen Abdruck des Eisenbolzens. Der Abdruck würde sofort wieder. Das stimmt. Nutze den Lehmabdruck besser, mit. Ich stecke den Abdruck nicht in meine Tasche. Er könnte sich verformen. Ja, du kannst aber dich verformen. Hier kann ich ihn benutzen, wenn ich ganz vorsichtig bin. Ja, habe ich gehört. Brenne den Lehm im Feuer. Nee. Das offene Feuer eignet sich, glaube ich, nicht, um Lehm zu brennen. Es ist zu heiß. Das Wasser im feuchten Lehm würde zu schnell verdampfen und den Lehm verformen. Das stimmt allerdings. Benutze das Silber mit dem... Nee, das können wir nicht machen. Die Angel können wir da auch nicht ranwerfen. Das ist ja Quatsch. Die würde ja zerbrennen. Verbrennen vielmehr sogar auch das... Vielleicht kann er helfen. Hat er nicht eine Metallhand jedes oder so? Jedes Mal, wenn ich ihn anspreche, sehe ich diese Schreck... Kann Nate da noch was machen? Nate hat in den letzten Tagen immer wieder manch... Wie kriege ich das Ding denn da raus? Den blühende Kohle? Nee. Das funktioniert nicht. Brenne den Lehmblock im Feuer haben wir versucht. Brenne den Lehmblock auf der Kohle auch nicht, ne? Also schön. Ach doch. Ein Abdruck eines Armbrustbolzens für die Ewigkeit. Das ist das Wasser aus dem Lehm. Der Block war ziemlich feucht. Der Block hat sich verformt und wenn mich nicht alles täuscht, ist er um mindestens ein Drittel seiner ursprünglichen Größe zusammengeschrumpft. Das hättest du mal vorher bedenken müssen. Es ist nämlich normal, dass sowas passiert. Benutze das geschmolzene Silber mit. Haben wir den dabei? Nee, ne? Nimm die glühende Kohle. Nee. Wo ist denn der Block? Where is the Block? Brennte Lehmziegel. So kann ich mit dem Abdruck des Bolzens nichts anfangen. Er ist nun kleiner, als er sein sollte. Und obendrein auch noch krumm und schief. Schade.
Müssen wir jetzt neuen Lehm holen oder was ist da jetzt los? Nicht, dass wir jetzt wieder in den Wald müssen. Das wäre jetzt ungünstig. So kann ich mit... Schade. Können wir da was anderes mitmachen vielleicht? Nee. Ha. Zeit für einen Geisterauftritt. Ja, oder so. Was soll das? Ich bin der Geist des Waldes. Haben wir nicht schon genügend echte Spukgestalten hier? Musst du dich jetzt auch noch als eine verkleiden? Ich, weiß nicht, wovon du sprichst. Ich kann deine Füße sehen. Und ist das mein Bettlaken? Du hast den Geist des Waldes verunsichert, aber ich komme wieder. Könnte damit zu tun haben, dass er als Bewohner des Düsterwalds viel Erfahrung mit Spukgestalten hat. Oder es lag an meinen Füßen, die unter dem Bettlaken hervorguckten. Oder daran, dass du nicht so überzeugend warst. Okay, wie kriegen wir... Können wir... Wir haben doch eine Axt. Können wir Wilbur nicht einmal die Beine abschneiden? Vielleicht nicht. Was haben wir hier noch an Möglichkeiten? Eigentlich nichts. Und im Wald, ich glaube, ich war noch nicht überall, ne? Von daher, ich werde auch wahrscheinlich nie überall sein. Da rechts war ich. Geh nochmal nach links. Ich glaube, da unten oder da oben war ich, glaube ich, noch nicht. Doch, hier war die Frau. Dann nach rechts weiter. Oh, ich glaube, hier waren wir tatsächlich schon. Genau. Es war zwar eine andere Stelle, von der ich gekommen bin, aber... Falle. Also unendlich verschiedene Screens gibt es hier keinesfalls. Die waren wir nämlich schon mal. Wahrscheinlich übersehe ich nur die Sachen ständig, die halt wirklich mal neu sind. Falle. Ich versuche gerade, ob wir irgendwie tatsächlich mal an einen neuen Ort kommen. Ich behaupte nämlich mal, dass wir so ziemlich alles schon gesehen haben. Falle. Oh. Nee, das sieht echt nicht so aus, als ob hier viel Neues noch dazukommen würde. Genau, hier geht es nach unten und dann raus. Ja. Okay, das heißt, irgendwas müssen wir machen. Irgendwie müssen wir den Abdruck da reinkriegen. Ich habe noch... keine genaue Ahnung, wie das gehen soll. Vielleicht können wir noch weiter reden. Ob er eine Zange oder sowas dabei hat, vielleicht. Ich meine, im Regal ist ja bestimmt eine ganze Menge Krempel drin. Das Regal hätte ich. Ja, wir reden erstmal. Hallo. Hallo. Ah, was sollte... Ich... Achso, ich dachte mir, ein kleiner Scherz könnte vielleicht die Atmosphäre auflockern. Über Geister macht man keine Scherze. Ich hab versehentlich das weitergeklickt, weil ich dachte, das hätten wir schon gehört. Könnten wir nicht doch nochmal über den Detektor sprechen? Ich brauche ihn dringend, um das Herz des Waldes zu finden. Und ich brauche ihn, um Übernatürliches in meiner Umgebung aufzuspüren. Solange das Gerät mich zuverlässig vor sämtlichem Spuk warnt, ist es für mich ein unerlässlicher Begleiter. Auf Wiedersehen. Das hoffe ich. Das hoffe ich. Ja. Gut, da kriegen wir nichts. Vielleicht kriegen wir mit ihr was hin. Nein, ich... Oh Mann, ey, jetzt unterhalte ich mit ihr vor allem. Na, das ist ja... Wie heißt die Tochter noch? Ich hab's leider vergessen. Ist egal. Das ist auf jeden Fall die gleiche Sprecherin, halt nur nicht ganz so kindisch. Deswegen fand ich die Stimme auch ein bisschen anstrengend. Muss das eigentlich gemein sein, wenn man als Sprecher oder Schauspieler immer so Rollen nerviger Personen kriegt? Ich weiß es nicht. Ich glaube, ich weiß nicht, ob ich das gut finden würde.
So, verlasse das Dorf. Müssen wir mal gucken. Hier, da haben wir Lehmpresse. Da sind immer zwei zwei Hotspots gewesen hier. Oder ist es ein Failure? Ich weiß es nicht. Gehe zum Vater tiefer in den Wald führt. Okay, das heißt, wir können zumindest zu den wichtigen Stellen schnell hin. Das ist angenehm. Wie kriegen wir das hin? Geht zur Stelle, wo Ton abgebaut wird. Kriegen wir... Okay, können wir noch mehr uns nehmen? Nee. Hä? Hier ist aber noch nichts. Er kann sich auch nichts Neues nehmen. Wir haben zumindest keine Stelle, wo wir irgendwas machen können. Oder? Nee. Das heißt, wir können auch nirgendwo mit interagieren. Ja, aber. Warum sollen wir dann hier wieder hin können? Außer, dass es natürlich eine markante Stelle war, aber das ist ja, Da waren wir schon nicht hier zurück. Ich weiß nicht, ob hier irgendwas ist, wo wir noch nicht waren. Das ist halt das Problem. Von daher, Es kann gut sein, dass uns irgendwas fehlt. Irgendwie eine Art Zange oder... Wobei, selbst wenn wir eine Zange haben, ist das... Bringt uns das eigentlich nichts. Behaupte ich, weil wir... Der Ziegel ist ja zu klein. Da weiß ich gerade mal nicht, wo es lang geht. Die Ziegel können wir ja nicht mitnehmen, oder? War mir doch arg danach. Da nutze das geschmolzene Silber mit. Vielleicht können wir ja Nate versilbern. Das wäre auch bestimmt schön. Können wir uns nicht einen Handschuh basteln oder irgendwas? Oder irgendwas funktioniert hier? Verkleide Gulliver als Gespenst. Ich habe mich als Gespenst verkleidet. Aber obwohl ich total überzeugend war, hat der doofe Bürgermeister mich erkannt. Es waren hauptsächlich meine Füße, die mich verraten haben. Dann lass meinen Kopf das Gespenst spielen. Mach mich zum Gespenst. Aber das schwebt doch nicht. Hier ist schon mal ein weißes Bettlaken. Und? Gruselig? Ein wenig. Aber das schwebt nicht durch die Gegend. Ich frage mich gerade sowieso, warum man Gespenster eigentlich so mit weißem Bettlaken, einfach ein schwebender Kopf mit Armen und weißem Bettlaken macht. So richtig sinnvoll erscheint mir das nicht. Knote Gulliver an die Angel, natürlich. Würde sich freuen. Ich glaube, ich habe eine Idee, wie wir dich fliegen lassen können. Tatsächlich? Ja, ich will nicht ins Detail gehen, aber es hat mit dieser selbstgebauten Angel zu tun. Verstehe. Knote sie fest. Ja, aber wo? Fertig. Das muss ja nicht am Tuch fest sein, weil dann fällt der Kopf irgendwo unten raus, sondern es muss ja an seinem Kopf fest sein. Glaube ich. Also los, Zeit zu spucken. Alles klar, haltet die Stellung. Ist es, sagen wir das quasi zwei verschiedenen Teilen seines Körpers? Was meinst du, Gulliver? Zeit, dem Bürgermeister einen Schrecken einzujagen? Wir können es zumindest versuchen. Ein fliegender Geist dieses Mal. Sehr schön. Nur sonderlich gruselig sieht er nicht aus. Aber er kann sprechen! Netter Effekt. Aber ich habe schon Bauchredner auf dem Jahrmarkt gesehen. Aber... Wir kommen wieder! Raus hier! Noch nicht so aber ganz. Aber sonst erschreckt er sich doch vor allem. Dieses Mal wirkt er nicht sonderlich erschrocken. Lass den Kopf nicht hängen. Wir lassen uns was einfallen und versuchen es noch einmal. Das Kostüm müsste einfach gruseliger werden. Na, vielleicht können wir da noch ein paar Blutspuren ranwerfen oder so. Weiß ich nicht. Oder mit einer Axt das vielleicht ein bisschen dran herumbasteln. Oder einen Schal hier ranpacken. Weiß es ja nicht. Oder Sand da reinstreuen.
Können wir noch mal reden? Gulliver? Ja? Alles klar, halt die Stellung. Also gut, wir sind... Es ist schön, dass er sich da wieder zudeckt. Finde ich ja gut. Trachte Nate. Wie kriegen wir das hin, dass der Kopf da durch den Gegend schwebt? Der kleine Kerl hält sich wacker. Er überlegt bestimmt, wie er mir helfen kann. Könnte man hinter seine... Ja. Ich fände es aber komisch, wenn hier tatsächlich noch Optionen hinzukommen. Also wenn man hier plötzlich irgendwas machen kann, was vorher noch nicht ging. Und was vorher auch entsprechend noch nicht angezeigt wurde. Weil ich glaube, das macht das Spiel tatsächlich nicht. Ach, da sind wir wieder hier. Ich will direkt zurück nach oben. Ja, oder so halt. Errungenschaft freigeschaltet. Verloren im Wald. Wahrscheinlich, weil man zu oft an den verschiedenen Stellen herumgeeiert ist. Glaube ich mal sehr. Aha. Hier geht's nach draußen, ne? Ja. Müssen wir mal gucken, was die Errungenschaft denn heißt. Später irgendwann. Wir gehen da mal rein. Mal gucken, ob du noch was Neues weißt. Oder das Regal. Ich weiß halt nicht genau. Ich wüsste nicht, was ich ihn gerade fragen sollte. Warum rennt er da mit dem Gespenst durch die Gegend? Ich glaube, das gehört nicht so, ne? Kann das sein? Ich glaube, das fällt ein bisschen auf, wenn man das so macht. Nein. Ja, ist ja gut. Schmoll du mal auch selber rum. Hier haben wir nichts zu machen. Und ich meine, im Wald, wir sind lang genug durch den Wald geirrt, glaube ich, um alles gesehen zu haben. Oder? Kann das sein? Glühende Kohle, geschmolzenes Silber. Tja. Als ob ich wüsste, was jetzt zu machen ist. Soweit kommt es noch. Nachher finde ich das noch raus. Das ging ja gar nicht. Können wir vielleicht mit der Axt nach der Burg werfen, dass wir da irgendwie randalieren können. Presse den Sand. Machen wir uns Sandstein oder was? Ob ich auch den Sand zu einer Art Ziegel pressen kann? Er ist trocken, deswegen klebt er vielleicht nicht gut. Hat funktioniert. Der Sand bildet einen recht festen Block, wie es scheint. Trotzdem lasse ich ihn am besten in der Presse, damit er nicht auseinanderfallen kann. Also doch ein Sandstein so halbwegs. Der Sand bildet eine ziemlich feste, ebene Fläche in der Presse. Ich habe ihn ordentlich gepresst und vermutlich hat das ausgereicht, damit sich die Körner irgendwie verhaken, obwohl der Sand trocken ist. So ein Press ist schon praktisch, ne? So, Abdruck eben machen, vielleicht klappt das ja. Ein sehr guter Abdruck des Bolzens. Ich sehe keinen Unterschied zum Original. Ja, aber jetzt musst du trotzdem noch das Silber da reinwerfen. Betrachtest Silber, gießt du dir das Flüssigsilber in die Form. Das ist der spannende Augenblick. Ja, aber wie macht er das? Kannst du vorsichtig das flüssige Silber in die Sandform gießen, ohne dir die Zangen zu verbrennen? Ganz vorsichtig. Hervorragend! Gut gemacht! Das Silber hat gerade gereicht. Die Form im Sand ist bis oben mit Silber gefüllt und es kühlt schon ab. Jetzt heißt es warten. Ja, aber es ist trotzdem ein komischer Bolzen. Perfekt! Er sieht exakt so aus wie der Eisenbolzen, nur dass dieser hier auch einem Werwolf Schaden zufügen kann. Damit habe ich alles, um endlich tiefer in den Wald vordringen zu können. Wünscht mir Glück. Pass auf dich auf, Wilbur. Und schrei, wenn du Hilfe brauchst. Hooray! Das heißt, wir gehen dann mal hier da hinten hin. Und machen da beim nächsten Mal weiter. Ich mache eine kleine Pause. Wir sehen uns hier beim nächsten Mal bei The Book of Unwritten Tales 2 weiter, wenn wir tiefer in den Wald gehen. Wir haben wieder was zu tun. Auf in neue Gebiete. Hurra! Bis dahin. Tschüss.